Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Ich habe meinen Controller gefixt, das heißt B ist jetzt B, A ist jetzt A, jetzt wird alles besser. Und heute geht's an Orden 1, 2, 3 auf jeden Fall und vielleicht 4. Ich glaube, eigentlich müsste drin sein, auch noch 4 zu packen. Und was ich jetzt machen werde, ist als allererstes gucke ich mir mal meine Pokémon an. Genau, wir haben Leo, wir haben Torpedi, wir haben die Polente. Und jetzt können wir überlegen, was wir als nächstes auch noch dazu packen. Ich gehe erstmal hier aufs Schiff, holen Zerschneider. Und dann würde ich sagen, zweiter Orden. Naja, schauen wir mal, gucken wir mal. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich alle Trainer machen will. Na doch, auf dem Boot schon. Man nennt ihn auch Fixlu. Wir haben immer noch Platz für noch ein Pokémon. Austausch ist ja gesetzt. Jetzt können wir noch überlegen, was man als nächstes nimmt. Oh, Dicta. Dicta fühle ich. Dicta wäre geil. Wenn Beli gleich da ist, dann fragen wir den mal, was er dazu sagt. Dicta finde ich geil, Call. Ey, Dicta finde ich cool. Ich glaube, das hole ich direkt. Ja, ich hole das direkt. Dicta fühle ich sehr. Dictry ist ein viel zu underratedes Pokémon. Skoppel entscheidet. Wegen der Nase würde ich fast sagen Nobu. Ein weibliches, das passt zu Nobu, das nehmen wir. Ein weibliches Dicta für Nobu. Gucken jetzt mal ganz kurz, was für eine Dings das hat. Vielleicht muss ich mir doch noch eine andere holen. Locker. Ist wieder ein Standardwesen. Können wir nicht nehmen. Du Sack. Gut, ne? Gut Ei mitgegeben. So, wenn ihr jetzt richtig gut bist, sagst du mir noch, wann sich Nobu entwickelt. Wann entwickelt sich Dicta? Weiß das jemand? Ich glaube 32 oder so, ne? Oder 28. Was ist das für Musik? Die Telefonnummer und Adresse, ja genau, komme ich da hin. Wo kommst du nochmal her, Lea? Ich glaube weit weg, ne? Minden. Oh, das ist gar nicht so weit von hier. Oder? Minden, Düsseldorf ist nicht so weit, oder? Bin mir aber gerade auch nicht 100% sicher. Um ganz ehrlich zu sein. Willkommen zurück, Nobu. Geht. Nobu wird glänzen hier. Hau meine Intensität 10 raus, Nobu. Düsseldorf bis zum November einen Tag? Wieso? Was machst du in Düsseldorf? Konzert? Welches Konzert? Der muss man auch alles aus der Nase ziehen. Außer du willst es nicht sagen. Evanescence? Die sind in Düsseldorf? Ich bin die Top 100 Alben durchgegangen. Von 99 bis 2004 oder so. Und da war halt Evanescence mit dabei. Habe ich direkt mir angehört. Hallo Toadie, mein Bester. Nein, habe ich nicht. Kenne ich nicht. Dragon Quest Monsters für Gameboy kenne ich nicht. Nobu, da habe ich aber Besseres von dir schon gesehen.
Bam, eine 8. Taudi, ab 6 Uhr Mario Kart. Bald halte ich bereit. Lea auch, ab 6 Uhr Mario Kart. Skoppel, ab 6 Uhr Mario Kart. Das Spiel war super. Ja, aber ich habe halt noch keinen Stein. Wenn du einen Stein für mich hast, dann gib. Dann entwickle ich dir das. Rock, Metal, Metallica, ACDC, System of a Dome. Ach, über System of a Dome habe ich auch ganz richtig krasses erfahren. Bei meiner Recherche. Motorhead, Imtra Burn, Slipknot, Use, Iron Maiden. Also richtige Rockerbraut. Also, auf meiner Recherche im Internet ist mir aufgefallen, dass System of a Down in einem Jahr, ich glaube 2003 oder so, zwei Alben in den Top 10 hatte. Gleichzeitig. Du sagst, jo, wusstest du das? Ich dachte, ich kann hier voll prahlen mit meinem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Komm, Volltreffer. Gönn mir doch auch einfach mal einen Volltreffer. Entspannungsmusik pur. Also für Rock muss ich echt in the mood sein und dann auch nicht dieses ganz harte Zeug, muss ich sagen. Aber höre ich auch gern. Finde ich gut. Gut, Nobu. Du rasierst hier alles weg. Lehmschelle? Was willst du denn mit Lehmschelle, Nobu? Ist doch Müll. So, zweiten Orden haben wir schon mal geschafft. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit für den dritten und vierten. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Gleich sehen wir einen Diktri. Ja, voll gut. Das ist auch doppelt gut, weil ich brauchte auch 10 Pokémon für Blitz. Ach man, eine 5er Intensität. Ah, genau. Wir haben uns den Diktar geholt, Billy. Wie findest du das? Und es ist ein weibliches Diktar, deswegen haben wir es Nobu genannt. Wir dachten, das passt ganz gut. Jetzt habe ich zwei Boden-Pokémon. Wieso? Wieso habe ich zwei Boden-Pokémon? Ich weiß, was du denkst, aber da finde ich schade. Das heißt, du hast gestern nicht richtig aufgepasst. Und das verletzt mich. Eine 9er Intensität. Let's go. Du hast gestern nicht richtig zugeschaut. Und das verletzt mich. Zutiefst. Zutiefst. Ich bin schon ein bisschen traurig jetzt. Das klingt nach mir, ja doch. Schockwelle, ab zu Pikachu, kriegst du endlich mal eine vernünftige Attacke. Ich glaube, ich hole mir hier einen Voltoball. Das schneide ich raus.
Was? Glutexo kann Steinhagel erlernen? Mit Pokémon Level 1 durchgespielt? Ne, so ein Unsinn machen wir nicht. Mir reicht schon Level 1 Elden Ring Run. Leute, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Lasst gerne ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.